Sendung ohne Barrieren. Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Sendung ohne Barrieren. Diesmal gestaltet von Stefan Pauser, ÖAR. Herr Pauser nimmt sich diesmal ein heißes Thema vor: die Marie-Hilfer-Straße und ihre Barrierefreiheit. Frau Heidelmeier, der Umbau der Marie-Hilfer-Straße war als großes barrierefreies Projekt auch angekündigt. Jetzt ist die erste Hälfte fertiggestellt. Was ist Ihr Eindruck von der neuen Marie-Hilfer-Straße? Die neue Marie-Hilfer-Straße ist überhaupt nicht barrierefrei. Da wurde uns was versprochen, das nicht gehalten worden ist, weil es gibt kein einziges Geschäft, das jetzt erreichbar wäre, das vorher nicht erreichbar gewesen ist. Also das heißt, man hat lediglich, ich sage das jetzt mal, da jetzt eine Ebene gemacht, aber Barrierefreiheit ist etwas anderes. Das wurde wirklich, sage ich jetzt einmal, damit vielleicht manche Leute das Gefühl haben, naja, sie tun ein wenig was auch für die Behinderten, wurde das verkauft, obwohl es nicht barrierefrei ist. Wir können uns das auch anschauen, alle Geschäfte, die vorher Stufen hatten oder eine Schwelle, haben sie auch heute noch. Und die ist um keinen Millimeter geringer geworden. Also die Marie-Hilfer-Straße ist nicht barrierefrei geworden, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben jetzt mehr Barrieren als vorher und das ist eine ganz verschissene Angelegenheit. Herr Wagner, wir haben gerade gesehen, wie das Blindenleitsystem hier auf der Marie-Hilfer-Straße versetzt worden ist, weil ein Fahrradständer im Weg war. Wie sehen Sie die Situation auf der Marie-Hilfer-Straße hinsichtlich Barrierefreiheit, insbesondere für blinde und sehbehinderte Menschen? Grundsätzlich müssen ja taktile Leitlinien mindestens 40 cm, so gibt es die Norm vor, entfernt sein von jedem Hindernis. Die Barrierefreiheit aus der Sicht der sehbehinderten und blinden Menschen ist, denke ich, gut gelungen. Wir haben ein geschlossenes Leitliniensystem. Wir haben Querungsmöglichkeiten für blinde Menschen, wo wir ein neues System testen. Wo es Probleme gibt, ist natürlich mit Schanigärten, mit falsch abgestellten Fahrzeugen und dergleichen. Gehen Sie auf die Geschäftsleute, insbesondere auf die Gastronomen auch zu und machen Sie darauf aufmerksam, dass das Leitsystem nicht verstellt werden soll, oder wie gehen Sie mit der Situation hier um? Wir selbst haben leider keine große Handhabmöglichkeit bei den Geschäftsleuten. Das wäre eigentlich Aufgabe der MA28 hier, die hier zuständig ist, oder wie die Wirtschaftskammer Wien, die darauf einwirkt, dass die Geschäftsleute auch entsprechend Rücksicht nehmen, dass diese taktilen Leitliniensysteme freigehalten werden von Hindernissen, besonders von Schanigärten, Sesseln und Tischen, und dann würden wir alle glücklicher sein. Frau Dulnig, wir machen hier eine Umfrage zum Thema Barrierefreiheit. Wie sehr betrifft Sie das Thema selbst? Mir betrifft es sehr stark. Also ich wohne da im 6. Bezirk. Ich habe bei der Abstimmung auch gegen die Begegnungs- und Fußgängerzone gestimmt. Weil als gehbehinderte Person ist es jetzt fast unmöglich, die Marie-Hilfer-Straßen zu besuchen. Ja, es kommt drauf an, für mich, mein Arzt ist auf Nummer 91, es gibt Tage, da kann ich nicht hingehen, kann überhaupt nicht gehen. Ja, und an das ist überhaupt nicht bedacht worden, ja, dass es genug Menschen gibt, ich kenne in meinem Kretzel genug Menschen, denen es total schwer fällt, die Marie-Hilfer-Straßen jetzt da, die Geschäfte zu besuchen, weil wir keine Zufahrtmöglichkeit mehr haben. Sie haben vorher erwähnt, die Situation mit den Querungsmöglichkeiten, wo ein neues System getestet wird. Können Sie uns das ein bisschen näher erklären noch? Das Ganze funktioniert so, dass der blinde Mensch zu der herkömmlichen blinden Ampel sich mit einem Bedienelement anmeldet. Entweder er hat die Möglichkeit mit einem Chip oder mit dem Eurokey, dem Behindertentoilettenschlüssel. Das ist deshalb die Voraussetzung, dass kein anderer missbräuchlich hier dort herumdrückt. Denn er setzt gleichzeitig zwei Systeme damit in Betrieb. Das eine ist einmal seine Blindenakustik und das zweite ist das Gelb-Rot-Blinken für den querenden Durchgangszonenverkehr. Und da ist deshalb allein schon diese Vorgabe nur mit Bedienelement. Das wurde auch von der Mehrheit der betroffenen Menschen recht positiv aufgenommen. Da haben auch schon manche gefragt, warum machen wir das nicht bei den anderen Ampeln.
Das ist aber allerdings ein anderes Thema. Und hier wieder mal ein solches erprobt einmal für die nächste Zeit. Es kommen dann noch zwei weitere dazu im unteren Bereich der Mailferstraße, die heuer mit dem Umbau begonnen wird. Haben Sie sonst noch Verbesserungsvorschläge für die Mailferstraße oder gefällt es Ihnen so, wie es ist? Im Augenblick nicht. Wie gesagt, es geht nur darum, dass sich die Menschen daran halten, dass man eben solche Flächen, die für sehbehinderte und blinde Menschen vorgesehen sind, einfach frei hält. Früher war das kein Problem, da hat die Ampel geschaltet und wenn es grün war, sind wir Menschen mit Behinderungen drüber. Das haben sie uns jetzt weggenommen. Jetzt haben wir da ein irgendetwas, das für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen nicht nutzbar ist, sondern das ist jetzt eine klassische Blindenampel, wo der Blindenverband ihre Leute mit irgendwelchen Chips ausgestattet hat, damit eben zumindest die Wiener da drüber gehen könnten, wenn sie das möchten. Ich halte das für einen behindertenpolitischen Wahnsinn, weil damit hat man jetzt nur das gemacht, was eigentlich die Politik will. Behinderte Menschen auseinanderdividieren. Weil der Vertreter der Behindertenbewegung, wir vertreten alle Menschen mit Behinderungen und ein Herr von der Blindenorganisation hat mir gesagt, ja, wir haben das für uns gemacht, ihr müsst euch um euren Scheiß selber kümmern. Und das ist behindertenpolitisch ein Wahnsinn. Genau das dürfte nicht passieren. Das ist schon nett, wenn der Blindenverband in Wien so einen Chip hat, aber es gibt auch blinde Menschen aus dem Ausland und die haben diesen Chip nicht. Und wir haben ein Euro-Key-System, das bekannt ist. Also warum sollte man es, wenn man es schon macht, mit dem Euro-Key machen? Und vor allem, man muss sich auch noch eine Lösung einfallen lassen für mobilitätsbeeinträchtigte Menschen, die keinen Euro-Key haben und ihn auch nicht kriegen. Zum Beispiel die vielen Menschen mit Gehhilfen, die da ganz unmittelbar in der Nähe da in dem Altenheim da sind. Also die trauen sich auch nicht drüber, weil die werden für die Radlfahrer, denen wird auch ständig mehr oder weniger drüber gefahren. Was ist mit denen? So 1,10 Meter wahrscheinlich, gell? Ja, also dass sie ein Stück gehängt hat, wird es zum Beruf sein. 90 würde auch noch gehen. Genau, das würde auch noch gehen. Die ist auch in der Norm so drinnen und das wurde eben gemacht außerhalb der Norm. Ja, so. Da könnte ich einstecken. Ja, ja. Da. Und es ist ja auch ein Hammer, dass das normwidrig angebracht worden ist. Es gibt inzwischen einen Zusatz. Ich kann kaum mehr auf die Marie-Hüfer-Straßen gehen, weil ich es nicht da gehe. Mir sieht man das zwar nicht an, aber Behinderte denkt man meistens nur an Menschen, die im Rollstuhl sitzen, die Leute schwer gehen und die kennen viele aus beim Kretzel. Für die ist jetzt irgendwie so quasi Game Over. Ja? So wie tun wir, wir kennen uns selber noch nicht richtig aus, wo können wir überhaupt parken, wenn ich zum Arzt fahre. Ich habe auch schon einen Strafzettel gekriegt, weil ich mich halt ins Halten parken gestellt habe, weil ich dringend zu meinem Arzt gehen habe müssen. Ich kann nicht immer meinen Partner schicken. Ja? Ich bin dann auch gleich zum ständig. Das ist jetzt echt alles mühsamst geworden und für mich manchmal so, dass ich, also wirklich, ich würde es nicht übertreiben, aber wirklich auf den Tränen nah bin, ich brauche etwas und jetzt kann ich nicht mehr. Ja? Das heißt, was würden Sie sich für die Zukunft von Planern und Architekten wünschen? Also ich würde mir schon wünschen, dass sie sich irgendwas einfallen lassen, wie Menschen, die schwer gehen, aber wenn du alt bist, gehst du schon schwer, ja? Dass du da irgendwie eine Transportmöglichkeit hast, dass du zum Beispiel von Anfang der Marie-Hüfer-Straßen bis zum Generali-Center kommen kannst oder weiter zum Westbahnhof. Denn auch die U-Bahn-Wege, das ist alles so weit, an das denken Gesunde nicht. Ja? Und ich finde es halt sehr bedauerlich, dass es jetzt einmal 2015, ja, dass sowas immer noch passiert, so wie sie am Anfang an die Blinden nicht gedacht haben oder an Schulen Gehsteige weggenommen worden sind, ja, Zebrastreifen. Das ist für mich, es haben sich zu viele Menschen in den Prozess eingemischt und es ist nicht unbedingt eine optimale Lösung dabei rausgekommen. Ja. Frau Katzinger, Sie sind hier mit dem Rollstuhl auf der Neumarie-Hilfer-Straße unterwegs. Sie wurde angepriesen vor dem Umbau, dass alles barrierefrei ist. Wie zufrieden sind Sie und wie gefällt Ihnen die Neumarie-Hilfer-Straße?
Also als Fußgängerzone finde ich sie einerseits gut, andererseits gibt es auch von meiner Seite zwei Kritikpunkte. Das eine ist der Autoverkehr in der allgemeinen Begegnungszone, finde ich sehr ungemütlich und sehr gefährlich teilweise. Und was mich aber am meisten ärgert, ist, dass die Geschäfte, die eine Stufe haben, nicht gleich angerampft wurden. Man hat gemeint gehabt, und da sollen sich die Geschäfte selbst kümmern. Und hier hätte man einiges tun können, weil ab dem Jahr 2016 sollten ja alle Geschäfte barrierefrei zugänglich sein. Also sonst der generelle barrierefreie Zustand von der Marhilfer Straße ist okay, bis auf die Geschäfte? Bis auf die Geschäfte, ja, finde ich schon okay. Selbst für die Rollstuhlfahrer ist immer das Blindenleitsystem ein bisschen ein Problem, aber selbst das geht für uns Rollstuhlfahrer eigentlich in Ordnung. Jetzt haben Sie 2016 Barrierefreiheit angesprochen. Was wünschen Sie sich generell so von Planern und Architekten in der Stadt? Dass sie mit uns kooperieren und die Normen einhalten. Und ich merke immer wieder, dass sie mit uns eigentlich nicht kooperieren und im Nachhinein sind dann Beanstandungen, die im Vorfeld gleich gar nicht zustande kommen würden. Und das wäre halt für uns schon sinnvoll. Was sind Ihre Wünsche für die Zukunft hinsichtlich Barrierefreiheit? Was müssen Planer und Architekten besser verstehen noch oder besser beachten? Na, was ich einfordere, ja, ich habe keine Wünsche, ich habe Forderungen, das ist ein gewaltiger Unterschied. Wenn die Marie-Hilfer-Straße wurde als barrierefrei an die Bevölkerung verkauft und auch so zur Abstimmung mehr oder weniger angepriesen, sie ist es nicht. Und ich fordere, dass diese Barrierefreiheit, die zugesagt wurde, auch gemacht wird. Und ich hatte erst vor wenigen Wochen einen Termin mit dem neuen Bezirksvorsteher vom 6. Bezirk, den ich seit 20 Jahren kenne, und habe ihm gezeigt, am unteren Bereich, sowas, also im oberen Bereich, wo es schon umgebaut ist, was da alles verschissen worden ist, und habe ihm unten gezeigt, dass es um worum es geht. Und er hat gemeint, ja, er findet es total nett, dass ich ihm das zeige, aber er wird nichts ändern. Und der Bezirksvorsteher im 7., den kann ich schreiben, was ich will, der rührt sich gar nicht mehr. Mit dem 6. haben wir zumindest eine Gesprächsbasis, die mit 7. und mit der Verkehrsstadträtin nicht mehr vorhanden ist. Ich persönlich bin ja voll und ganz für Barrierefreiheit. Und darum finde ich es schade, dass bei der Marie-Hilfer-Straße eine so geniale Gelegenheit verpasst wurde, indem man die Geschäfte mit einlädt, ihre Eingänge auch gleich barrierefrei zu gestalten. Denn es wäre sicher günstiger gewesen für alle Beteiligten. Schade drum. Wenn auch Sie eine Meinung zur Barrierefreiheit der Marie-Hilfer-Straße haben, so teilen Sie uns diese bitte mit, hier auf YouTube in den Kommentaren oder auf unserer Facebook-Seite. Sollten Sie Anregungen oder Fragen zur Sendung haben, können Sie auch hier posten. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von Sendung ohne Barrieren. Sendung ohne Barrieren. TV-Sendung für Menschen mit und ohne Behinderungen. Partner 2015, Behindertenarbeit.at, ÖZIF und ÖAR. Ein Projekt von Zitronenwasser, Social Art Movie.